Willkommen zu einer neuen Folge Roblox Brookhaven Roleplay. Wenn ihr Fans von den Roblox Brookhaven Videos seid, dann guckt unbedingt bei der Playlist hier oben beim i vorbei. Da habe ich noch ein paar coole Videos verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, let's go! Boah, habe ich was Komisches geträumt. Okay, geh erstmal runter. Mama, bist du schon wach? Mama. Hi. Boah, ich habe voll den blöden Traum gehabt, Mama. Wir hatten einen großen Tintenfisch und der kam irgendwie und das alles stand unter Wasser und der hat das Haus, keine Ahnung. Kennst du das, wenn du träumst und du denkst, das ist super realistisch und es macht eigentlich voll keinen Sinn, weil warum soll unser ganzes Haus unter Wasser stehen und draußen schwimmen Viecher rum? Aber gut, irgendwie siehst du ernst aus, ist alles in Ordnung? Wir müssen reden. Was ist denn los? Also, ist irgendwas passiert? Geht's dir gut? Bist du krank? Weißt du, du hast eigentlich eine Schwester. Warte. Okay, klar, ich habe eine Schwester. Ich bin 14 Jahre alt. Zwillingsschwester, um genau zu sein. Was? Mama, ich bin 14 Jahre alt und du denkst nicht einmal dran, dass du mir sagen könntest, ich habe eine Zwillingsschwester? Ich meine, weißt du, wie cool das wäre? Wir könnten zusammen in die Schule gehen, keiner wüsste, wer wir ist. Oh mein Gott, wir können das immer noch machen, wenn keiner weiß, dass es die gibt. Es tut mir leid, Schatz. Ja, sollte es auch, ganz ehrlich, weißt du, ich hätte eine Schwester haben können, wir hätten beste Freunde sein können, wir hätten die ganze Zeit Freizeit. Ich habe mich immer beschwert. Erinnerst du dich nicht? Ich habe immer gesagt, es ist nicht so einfach. Ich habe immer gesagt, ich bin Einzelkind, Mama, und ich hätte gerne eine Schwester, um mit der zu spielen. Und wir hätten Klamotten tauschen können, vor allem, wenn wir Zwillingsschwestern sind. Ronja, bitte hör mir zu. Es ist nicht so einfach. Ja, das hast du schon gesagt, weißt du, du kannst mir nicht 14 Jahre lang verheimlichen, dass ich eine Zwillingsschwester habe und dann sagen, oh, es ist nicht so einfach. Ich meine, hallo, ich hoffe, du hast besser einen richtig guten Grund dafür. Vor 13 Jahren wurde sie entführt. Oh. Okay, das tut mir leid. Das wusste ich nicht. Okay, es tut mir leid, dass ich so gemein war. Und bis heute fehlt jede Spur von ihr. Oh, das ist ja schrecklich. Aber warum sagst du mir das jetzt? Aber die Polizei hat vorhin angerufen. Okay. Haben sie sie gefunden? Sie haben Tipps zu ihrem Aufenthaltsort. Warte, wirklich? Was? Oh mein Gott, wir müssen sofort hin. Worauf wartest du, Mama? Komm, lass uns direkt losgehen und wir holen sie ab. Oh mein Gott, wir können meine Zwillingsschwester finden. Ja, gehen wir. Was hat denn die Polizei gesagt? Also, wo ist denn der Aufenthaltsort? Wo wurde sie als letztes gesehen? Geht's ihr gut? Ist sie okay? Ist ihr Entführer geschnappt worden? Ist sie schon im Gefängnis? Holen wir sie jetzt einfach aus dem Polizeistationsding ab? Das musst du selbst fragen. Warte, sie haben dir das nicht gesagt? Du hast nicht gefragt? Du meintest, sie haben gerade mit dir telefoniert. Sollte das nicht irgendwie, keine Ahnung, die ersten ein, zwei Fragen sein? Nein? Warte, wie heißt sie? Du hast mir nie gesagt, wie sie heißt. Haben wir ähnliche Namen? Heiß ich Ronja und sie Sonja oder sowas? Oder hast du ihr einen anderen Namen gegeben? Sieht sie genauso aus wie ich? Sind wir eineiige Zwillinge oder sind wir zweieiige Zwillinge? Würde ich sie wiedererkennen? Sieht sie aus wie ich? Sie heißt Olivia und sieht genauso aus wie du. Alles klar, Mama. Warte, dann gehe ich kurz mit den Polizisten reden und dann kommen ich und Olivia hier raus, falls sie da ist, okay? Bis gleich. Hi. Ich bin da wegen meiner Schwester. Sie haben heute Morgen bei meiner Mama angerufen. Olivia. Die wurde vermisst seit 13 Jahren. Hey. Genau. Und wir haben einen Tipp bekommen von der Polizei, dass der Aufenthaltsort bekannt ist. Ah, du musst Ronja sein. Genau, genau, ich bin die Schwester. Okay, ja, wir haben einen Tipp bekommen von einer alten Dame. Aber mehr darf ich leider nicht sagen. Wie jetzt? Mehr dürfen sie nicht sagen. Es handelt sich hierbei um eine Leben- und Todsituation. Meine Schwester wurde entführt und jetzt wurde sie eventuell gesichtet von irgendeiner alten Dame. Und jetzt dürfen sie es mir nicht sagen. Ich bin die Zwillingsschwester. Hören Sie, gute Frau. Das kann ja nicht sein. Du könntest dich doch sonst selber in Gefahr begeben. Aber kümmern Sie sich drum. Es scheint nicht so, als ob Sie sich drum kümmern. Sie sind ja schließlich hier im Revier und ich auf der Suche nach Olivia. Ich mache das selber. Wo ist sie? Doch, wir untersuchen das. Okay, okay. Wer hat den Tipp gegeben? Welche alte Dame? Ich kümmere mich selber drum. Wenn Sie mir die Informationen nicht geben dürfen, ich frage danach. Sie sagt mir das selber. Ist nicht das Problem. Naja, du hast es nicht von mir gehört. Oh, okay, okay, okay. Ich bin ganz Ohr. Aber die alte Dame bei Haus Nummer 12. Okay. Die weiß was? Okay, dann gehe ich zu Haus Nummer 12. Kein Problem. Dann, Dankeschön, Frau Polizistin. Dann, ich melde mich, falls es Updates gibt oder so. Aber sei vorsichtig. Ja, klar, ich bin schon vorsichtig. Ich weiß, was ich tue. Ich bin sowas wie eine, Geheimagentin. / auch Polizistin. Ja, ja. Kein Ding. Okay, dann Dankeschön. Okay, hi, Mama. Und was haben Sie gesagt? Sie durften mir nicht sagen, wo Olivia steckt. Sie haben gesagt, es ist vertraulich und es wäre gefährlich, da hinzugehen. Deswegen sagen sie es mir nicht. Und deswegen weiß ich leider noch nicht wirklich, wo meine Schwester ist. Aber keine Sorge, vielleicht finde ich es noch irgendwie raus. Vielleicht gehe ich morgen nochmal hin und frage nach oder so. Okay, gut, dann ich gehe direkt schlafen hoch in mein Zimmer. Tschüss, Mama. Okay, ich gehe gar nicht wirklich in mein Zimmer. Ich gehe nämlich raus zu Haus Nummer 12 und gehe dann heimlich
gucken und dann frage ich die alte Dame, was sie weiß. Ich will es meiner Mama nicht sagen, damit sie sich keine Sorgen macht, weil keine Ahnung, wenn die Polizistin da schon gemuckt hat, dann will ich das vielleicht nicht. Oh, die 12 ist direkt hier nebenan. Oh, das ist in dem Wohnwagen. Okay, dann muss ich ja gar nicht so weit mich davon schleichen. Hallo? Ist jemand zu Hause? Lady, die hier wohnt im Wohnwagen? Ich bin Ranja. Oh, da ist jemand. Oh. Hi? Darf ich reinkommen? Okay. Hi, ich bin Ranja. Sie haben, bei der... Oder darf ich du sagen? Oh, hallo, Kindchen. Wer bist du denn? Ich bin die Schwester, beziehungsweise ich bin die Zwillingsschwester von dem vermissten Mädchen, was du bei der Polizei gemeldet hast. Und, genau. Ich suche nach Hinweisen und die Polizei wollte mir nicht sagen, wo sie ist. Und die haben gesagt, das ist alles vertraulich und... Oh, okay. Genau, du hast sie ja gesehen und, also... War es wirklich das gleiche Mädchen? Sieht die aus wie ich? Eine tragische Geschichte. Ja, sie sieht genauso aus wie du. Okay, aber das ist gut, dann ist es wirklich Olivia. Und wo war sie? Wo hast du sie gesehen? Wieso? War sie alleine? War sie mit jemand anderem zusammen? Sie sah verletzt aus. Oh mein Gott, nein, sie sah verletzt aus? Okay, dann müssen wir ihr helfen. Dann müssen wir, keine Ahnung, die Krankenwagen alarmieren oder hinschicken oder sowas, damit sie okay geht. Nicht, dass irgendwas passiert. Ein Mann hat sie bei der alten Farm in ein Haus gezerrt. Oh mein Gott, bei der Farm da ganz abgelegen, bei dem Reiterstall in der Nähe? Mehr weiß ich aber auch nicht. Okay, gut, dann danke schön für die Hinweise. Dann mache ich mich auf den Weg und versuche, die zu retten. Okay, danke, tschüss. Oh mein Gott, sie wurde entführt. Ich meine, klar wurde sie entführt, aber sie ist da und sie ist verletzt und ich muss sie unbedingt... Okay, warte mal, jetzt ist keine Zeit, wo ich kann mein Fahrrad holen. Vielleicht dann bin ich schneller da. So, okay, hier ist das Farmhaus. Hier scheint es aber relativ leer zu sein. Hier ist keiner. Okay, warte mal. Was ist das hier hinten? Okay, das ist ein Brief. Warte, was? Ich wusste, du würdest hierher kommen. Wenn du deine Schwester wiedersehen willst, bring mir bis Ende des Tages 100.000 Euro. Sonst siehst du sie nie wieder. Warte, was? Okay, irgendjemand hat meine Schwester entführt und will mich jetzt erpressen. Das heißt, ich habe wahrscheinlich jetzt den ganzen nächsten Tag Zeit, um irgendwie Geld zu beschaffen. Aber ich habe keine 100.000 Euro bei mir rumliegen. Meine Mama hat keine 100.000 Euro bei sich rumliegen. Die alte Frau würde mir bestimmt helfen, aber dieser auch nicht. Also, ob sie unbedingt 100.000 Euro hat. Okay, das ist überhaupt nicht gut. Okay, dann muss ich irgendwie das Geld besorgen. Oh Gott, ich muss jetzt erstmal nach Hause zu meiner Mom. Nicht, dass sie sich Sorgen macht. Okay, jetzt muss ich nur ansatzweise halbwegs leise hier reinschleichen. Und dann, oh nein. Hallo Ranja, wo warst du? Hi Mama. Okay, ich habe gelogen. Ich war gar nicht schlafen. Die Polizei hat eigentlich gesagt, dass eine alte Frau gesehen hat, wo Olivia ist. Und deswegen habe ich jetzt, keine Ahnung, habe ich die alte Frau fragen wollen, weil die mir keine Informationen geben wollten. Der Part war nicht gelogen. Und dann habe ich jetzt gefragt und die meinten, die ist bei der alten Farm. Und dann war ich bei der alten Farm und da lag ein Brief. Und deswegen, dass ich halt Geld besorgen soll oder was auch immer. Und, ja, genau, deswegen muss ich jetzt irgendwie Olivia retten gehen. Was? Wieso hast du mir das nicht erzählt? Ich wollte nicht, dass du dir Sorgen machst, Mama. Du hast deine eine Tochter schon entführt gekriegt. Ich wollte nicht, dass du denkst, dass es bei mir auch passiert. Aber bitte sag mir Bescheid, was du als nächstes tust. Ja, na klar, würde ich machen. Ich muss jetzt nur erstmal einen Weg finden, um irgendwie die Olivia da rauszuholen. Und, okay, ich glaube, da muss ich aber wirklich schlafen, weil ich mir die ganze Nacht wach und bin rumgerannt. Ich bin auch schon langsam wieder hell. Okay, du schaffst das. Okay, gut, dann Dankeschön. Dann wünsch mir Glück oder so, drück mir die Daumen. Gute Nacht, Mami. Hi, schönen guten Tag. Ich muss bitte ein bisschen Geld leihen. Folgendes Szenario, ich brauche bis heute Nachmittag 100.000 Euro und ich würde die gerne einfach kurz ausleihen. Kredit aufnehmen sozusagen. Was? Ja, also ich muss mir 100.000 Euro leihen. Sie sind doch eine Bank hier, oder nicht? Du kannst hier nicht einfach so viel Geld leihen. Aber ist das nicht der Sinn und Zweck von der Bank? Ist er hier nicht literally dafür da, um sich Geld zu leihen? Wie alt bist du denn überhaupt? Ich bin 14. Ich bin alt genug, um mir Geld zu leihen. Geld leihen geht erst ab 18. Was? Aber okay, es ist ein Notfall. Hören Sie, es ist wirklich, wirklich, wirklich wichtig. Es geht um Leben und Tod. Tut mir leid, Kleines. Sie verstehen nicht, sie verstehen nicht. Es geht um meine Schwester. Wenn ich nicht 100.000 Euro bis abends auftreibe, dann keine Ahnung, was mit meiner Schwester passiert. So sind nun mal die Regeln. Oh mein Gott, die blöden Regeln interessieren mich sowas von gar nicht. Komm einfach mit deiner Mama wieder. Meine Mama weiß von nichts, okay? Ich will sie nicht beunruhigen. Ich kann ihr leider nicht helfen. Warum will mir denn niemand helfen? Wie soll ich denn dann das ganze Geld zu uns kommen? Ich gehe jetzt auf die Mittagspause. Okay, dann machen Sie das. Hilfreich waren Sie eh nicht.
Nur um das mal klarzustellen. Fasst ja nichts an. Ja, was soll ich denn anfassen hier? Obwohl, was soll ich denn nicht anfassen? Hier ist... Okay, wenn die mir das Geld nicht freiwillig geben wollen, dann hole ich mir das Geld halt so. Okay, hier ist die Karte. Hier geht's rein. Bisschen Sprengstoff. Zack, zack, zack. Und... Okay, schnell, 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 bevor sie aus der Mittagspause rauskommt. Hier ist ein Koffer voller Geld. Okay, den muss ich unbedingt irgendwie hier rauskriegen. Zack, zack, zack. Oh nein, die Tür ist wieder zu. Da muss ich hier wieder mit der Karte raus. Hier runterlaufen und dann schnell weg. Okay, ich habe das Geld. Ich stelle es jetzt hier hin, okay? Und dann hier zu den Boxen. Ich habe alles drin. Aua. Oh, warte mal. Warte, ist das Olivia? Oh mein Gott. Geht's dir gut? Ist alles in Ordnung? Was? Wer bist du? Ich bin deine Schwester. Wir sind Zwillinge. Geht's dir in Ordnung? Warte kurz. Was? Alles gut, alles gut. Oh mein Gott, ich bin so froh, dass ich dich gefunden habe. Okay, du weißt es nicht, aber wir sind Zwillingsschwestern. Du wurdest entführt, da warst du ein Jahr alt und jetzt haben wir dich endlich wiedergefunden. Ich bring dich schnell ins Krankenhaus, okay, damit die dich untersuchen können, ob irgendwas Schlimmes passiert ist. Geht's dir gut? Kannst du klar denken? Kannst du reden? Ich glaube, mein Bein ist gebrochen. Okay, keine Sorge, die Ärzte kümmern sich sicher gleich drum. Okay, geht's dir wieder gut? Warte, hier wohnen wir. Kannst gerne mit reinkommen. Okay, komm rein, Leute, machen wir zu. Okay, das ist unser Haus. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst oder nicht, aber du warst wahrscheinlich noch ein Baby. Hier ist das Wohnzimmer. Ich glaube, Mama meinte, sie ist gerade einkaufen, aber sie kommt sicher gleich nach Hause. Komm mit hoch, ich zeig dir dein Zimmer. Wow, das ist riesig. Ja, es geht, ist nicht so groß. Also ich schlafe hier rechts. Du kannst, wenn du möchtest, kannst du bei mir schlafen. Hier ist mein Bett. Hier ist mein Badezimmer. Hier hinten. Hier ist auch ein Kleiderschrank. Da kannst du dir gerne auch neue Kleider nehmen und sowas. Ich glaube, wir sollten die gleiche Größe haben, also passt das alles. Und dann ist hier quasi noch extra die Toilette, falls du aufs Klo musst. Theoretisch kannst du bei mir schlafen. Praktisch gesehen haben wir hier noch mehrere Schlafzimmer. Also hier könntest du zum Beispiel mit rein. Das könnte deiner werden. Oder eins weiter rechts, da schläft, keine Ahnung, da schläft auch eigentlich, ich weiß nicht, meine Mom schläft oft unten aus irgendeinem Grund auf dem Sofa. Aber gut, also beziehungsweise unsere Mom. Da kannst du dir aussuchen, ob du lieber im Doppelstockbett oder in dem anderen Bett schlafen möchtest. Und dann ist hier das andere Bad. Kann ich vielleicht die ersten Nächte bei dir schlafen? Ja, na klar, du kannst gerne bei mir schlafen. Ich würde mich freuen. Übrigens, das hier ist unser Computer. Den kannst du auch mit benutzen, falls du irgendwie Roblox spielen möchtest oder sowas. Okay, Mama ist bestimmt gleich zu Hause. Die wird sich wie wahnsinnig freuen, dass es dir wieder gut geht. Dein Bein geht's auch wirklich wieder gut? Wow, wie cool. Ja, mir geht's schon viel besser. Okay, das freut mich voll. So, das war's mit dieser Folge Roblox Brookhaven. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr nämlich keine neuen Videos mehr. Und drückt unbedingt die kleine Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und dann verpasst ihr das nicht. Und ihr seid die Ersten, die es sehen. Und dann antworte ich vielleicht auf eure Kommentare. Und, genau, der ganze coole Stuff. Alrighty, dann bis zum nächsten Mal. Ciao!